Highway Cops, Straßensperren, ein Diner am Wegesrand und eine glühend heiße Asphaltpiste durch den wilden Westen. Das Setting für Filmaufnahmen mit dem neuen SLK. 3 Drehtage lang und keiner davon unter 30 Grad. Das Produktionsteam um Hollywood-Regisseur Anthony Hoffman setzte den neuen Roadster für ein interaktives Roadmovie ins Bild und wirbelte dabei mächtig Staub auf. Die 42-köpfige Filmcrew produzierte in der kalifornischen Steinwüste ein Kinoerlebnis fürs Internet. Präzise Vorbereitung der Szenen war wichtig, denn der Film soll ein interaktives Web-Erlebnis für den Zuschauer werden. Quasi vor seinem Bildschirm schlüpft dieser in die Rolle eines Autofahrers, der nach einer Panne von einer unbekannten Schönheit am Straßenrand aufgelesen wird. Ganz nah dran also, auch wenn man auf der anderen Seite der Erdkugel sitzt. So durfte die Kamera nicht nur ein Beobachter sein, sondern musste selbst zum Protagonisten werden. Die 24-jährige Hauptdarstellerin Xenia Lauren durfte aber nicht nur auf dem Highway Gas geben, sondern den SLK auch abseits befestigter Straßen in den Staub schicken. Well, today is our last day shooting for Mercedes and I am having a ton of fun. Everybody's super cool, the team is awesome, director, everybody, absolutely loving it. And I got a chance to drive the new SLK, the manual and the automatic. Did some donuts in the middle of the dry lake bed and I did a really good job, so I'm very proud of myself. So I'm gonna be very sad to leave, but I really hope everybody enjoys the web film because it's gonna be super cool. Agil, kompakt und wendig, charakterstark und kraftvoll. Traumfrau und Traumwagen. Klicken Sie sich also im Internet am besten gleich rein. Für ein echtes Speed-Date. All right, everybody, that's a wrap. Woo!